Information, die ich nochmal angucken muss. Für den Fall der Fälle. Nah, that's what I call a key. Gee, thanks for your help. Now have a nice day. Sora, behind you! What's wrong? Can't fight in the underworld? Oh, boo, hoo, hoo! Muss jetzt gegen Carlo kämpfen? Think again. Beschütze Mac und besiege alle Gegner. Okay, doki. Wir passen schon auf, Mac, keine Sorge. Carlo als Boss, ey, dass ich das mal erleben darf. Ja, Mac. Wie er hier einfach Bowling spielt. Okay. Ich denke, unsere Drive-Anzeige war hier ganz praktisch. Sag mal, irgendwie kann man den nicht ganz töten, wa? There's too many. Hallo, David. Quatsch, das sind nie zu viele. Sorry, I'm late. Get Meg out of here. I'll meet you back at the Coliseum. What about you? I'm gonna show these guys what happens when they mess with a true hero. So, Meg ist gerettet. Now wait a sec. Cool. Sora, I won't leave him. He'll be okay. Look, even Herc has his limits. He can't keep winning forever. Then we'll go back him up. Get Meg out of here. Nicht die komischen Kerzentypen. Siege Carlo! Okay, erst mal die Typen besiegen, die dieses komische Ding hier rumschlucken. Okay, würde ich sagen, heilt mich jetzt hier keiner oder was? So, Carlo, diesmal machen wir die aber. Bringen wir es zu Ende, oder? Was macht der Typ da? Trio Limit, Hyperheilung, Maximum HP, no problem. Und 54 Sekunden hat man sogar noch Zeit. This place gives me the creeps. I'll deal with you nitwits next time. Oh. Okay, und die Unterwelt stürzt zusammen. Geil. Could today possibly get any better? This time, Wonder Breath is going down for good. Sie
Sieh an, wenn das nicht unser aller Lieblingsheld ist. Aber zum Helden tauchst du nichts mehr. Du hast abgedankt. Oh, Hades. Niemand hat etwas für schlechte Verlierer übrig, Hades. Mund halten, Schlüsseljunge. Dann bin ich ebenso frei. Niemand hat etwas für schlechte Verlierer übrig, Hades. Ja, ja, was immer du meinst. Aber hey, vielleicht solltest du besser mal nach der Hydra sehen, die du am Leben gelassen hast. Ich habe gehört, da oben läuft so einiges aus dem Ruder, du Held. Warte. Ich verlasse euch nur ungern, aber ich muss mich da um eine Überraschung für euch kümmern. Das klingt nicht gut, oder? So, Ryan, in der Arena gibt es Probleme. Wir tun auch, was wir können. Also nichts wie hin zur Arena. Also halt gut zu. Wenn ihr einem großen Gegner gegenübersteht, sucht einen Punkt, der leicht zu treffen ist. Und nur noch zwei Dinge. Bleibt ruhig, achtet auf eure Umgebung und immer schön in Bewegung bleiben. Phil, du hast es mal wieder erkannt. Wirrt und drängt euch, zur Arena zu gehen. Okay, 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 okay. Hey, Silence, grüß dich. Jobitz, wie war das mit dem Backseat Gaming? Brav sein. Ja, das Buch wollten wir uns noch angucken. Wo waren das? War es da? Oder war es bei Blau? I don't know. Keine Lust auf Steinschlag. Achso, ich kann wahrscheinlich gar nicht mehr zurück, oder? Ich muss mich jetzt vermutlich um die Arena erst kümmern, ne? Aber müsste es nicht immer einen Punkt offen geben zum Leveln? Bevor man unterlevelt ist? Kann ja nicht schaden, hier nochmal ganz kurz rumzulaufen. Die Blumen muss ich nicht unbedingt haben, aber was soll's. Aquarin. Auweia, das ist der Erdewampen. Aua. Ah, Donald benutzt einfach nur Vita. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Das soll er ruhig. Geil, wenn du mit dem Volltreffer und noch die anderen nebenbei triffst, ist das mega nice. Alter, jetzt level ich ja hier wirklich. Quasi auszusehen, so ein bisschen. Ja, sehr gut. Okay, eigentlich können wir das auch sparen. Gehen wir kurz noch rein. Das ist sehr schön, Jovitz, aber das ist, dieses Zitat ist noch überhaupt nicht gefallen. Ich meine, ich weiß, was zu tun ist. Ja? Keine Sorge, aber so vielleicht auch für die anderen. Was macht der Goofy da eigentlich, komisches? So, Drive ist wieder ready. Ach, warum nicht? Vor der Hydra noch mal ein bisschen leveln, wa? Einfach so, weil wir es können. Paradewampen sind ja mittlerweile nach einem guten Kommen und einem Volltreffer down, geschenkte 66 Erfahrungspunkte. Ich könnte mich jetzt eigentlich ja so treffen lassen, dass ich automatisch
immer das Doppelte an Erfahrungspunkten kriege, ne? Eigentlich wäre es gar nicht so dumm. Weil mich die Gegner hier eh nicht treffen, aber Donald heilt mich halt. Und das ist auch gut so. Also es ist kein Verbrechen, Donald. Ich komme auch so gut klar. Ich muss jetzt hier nicht ultra schnell leveln. Wir haben es überhaupt nicht eilig. Wir wollen das Spiel einfach nur genießen. Genau, Donald, halt du dich mal schön selber. Denn du wirst ja auch von jedem Steinschlag offensichtlich getroffen. Ruhig mal heilen können. Wenn die mir hier schon so lustige Kugeln hinlegen. Ganz ruhig, Wauzi. Höllen-Wauzi. Magiekraft plus. Sehr gut. Da war das Kackbuch. Eine abwesende Silhouette der Schatten einer Gestalt, der sich in die Waffe gebrannt hat. Okay. Warum sind wir jetzt auf Destiny Island? Sexien? Okay, und wir sind ein bisschen gelevelt mit dem Ding. Was ist denn jetzt los? Was zum Teufel machen wir denn da? Was zum Geier? Was zum Teufel ist hier los? Ah, da ist er. Er versteckt sich in dem Buch. Okay. Sollte ich das jetzt überhaupt schon machen? Das gab ja mal richtig auf die Fresse. Geh jetzt erstmal auf das Buch, oder? Donald wurde zu einem Buch gemacht? Das ist nicht in Ordnung. Verdammte Scheiße, hör auf, ihn Donald in ein Buch zu verwandeln. Schon wieder? Ich bin ja nur am Bub befreien. Schon wieder? Das kann ja auch nicht wahr sein. Der muss auch mal Schaden machen. Ach du Scheiße, jetzt sind beide in dem Buch. Und jetzt bin ich auch im Buch. Yeah.
Alter, was ein Abfuck. Hä, was mache ich denn in der Kack-Buch-Phase? Den mache ich doch nie, das ist doch niemals dafür, dass ich den jetzt mache. Das könnt ihr mir nicht sagen, dass ich den jetzt schon machen soll. Das könnt ihr mir einfach nicht sagen. Das glaube ich nicht. Weil das, diese Buchphase, never ever ist die jetzt schon dafür gedacht, dass ich es jetzt mache. Never ever. Hauptsache, ihr schickt mich dann dahin jetzt schon. Ihr seid mir schon so Nasen. Zack und Lanzenritt natürlich. Also Donald ist bisher so weit, so gut. Also wenn es um Vita und Heilungszauber geht, macht Donald einen guten Job, finde ich. Willst du mich verarschen? Ich drück die ganze Zeit Dreieck. Super. Toll gemacht, Adobampen. Von der Adobampe getötet, only on Profi. Ist der hier wieder ein Lanzenritt? Naja, das Problem war gerade, ich habe ja Dreieck gedrückt und man hat auch die Animation gesehen, aber offensichtlich muss die Animation zu 100% treffen. Und das war nicht der Fall. Okay, gib mir Splitter, das ist schon mal gut. Nicht ganz, aber ist nah dran. Donald, vergiss aber nicht, dich selber zu heilen. Okay, das ist kein Mana mehr. Never mind. Donald hat nichts mehr über von dem Mana. Das heißt, ich muss jetzt auch auf mich selbst aufpassen, weil Donald mich auf jeden Fall schon mal nicht heilen wird. Ich weiß nicht, wie Donald jetzt geheilt wurde, aber spielt auch keine Rolle. Reicht's nochmal für ein Level Up? Nee, ne. Wäre aber geil gewesen. Nice, gerade schön hochgesprungen, um der Blume auszuweichen. I like. Ich glaube, wir müssen gerne mal ein paar Potions einkaufen. Da werde ich nicht ganz rumkommen. Okay, wenn noch mehr Gegner kommen, kriege ich den Level Up da noch hin. Unkrautvernichter. Starker Move, Goofy.
klar, immer mehr Gegner. Oh, Donald ist halt wieder voll im... Okay. Gerade diese Heilzauber, das ganze Mana gekostet? Nice, ich habe extra darauf geachtet, dass ich unter 50% Leben habe, damit ich den Level-Up noch kriege. War ich recht gut geplant. So, dann machen wir uns noch bereit. This can't be. Champ, you're safe. I failed. It's not your fault. Oh, I shit. I left everyone unprotected. Hades was right. I'm just a washout. Ah, come on, champ. I didn't train you to think like that. Wonder Boy. Phil's right. This is no time to beat yourself up. I'm some hero. Yeah. Don't suppose you got room for one more. We're in. Oh boy. Können Sie mal aufhören? Ah, wie in der schönen Story. Kopf abgetrennt und dann ist hier richtig Party. Also wie im Film meine ich natürlich. Was macht er denn da hinten für eine Fresse? Ach so, wenn der gestunt ist, sollte ich vielleicht dann noch Guillotine machen. Wäre eine Idee. So. Ja. Phil, alles gut. Ich muss den Kopf. Und hallo, Boss. Oh Gott. Au. Da haben wir was zu tun, oder? Auf deinen Kopf so viel zu bewegen. Nice, Pegasus! Ja.
Okay, einer ist down. Auch alle sind down? Ach, war ja simpel. War ja simpel. I let you down. I'm just no use. It's not your fault. Hey, even a god would be exhausted. She's right. Give yourself a chance to rest. There won't be any games for a while anyway. Don't worry about Wonder Boy here. I'll look after him. Sora, Donald, Goofy, I owe you big time. Hey, it's no big deal. Just let us know if Hades or the Heartless start acting up. We'll take care of it. Yeah, that's what heroes are for. When did you three make Hero? Let's save that for another time. We have to hit the road. Okay. Don't be strangers. Gorsh, I hope you feel better soon, Hercules. Yeah. Oh, well, take care, you guys. Stay a little longer next time. We got some serious training to catch up on. Well, time to go. Oh, I almost forgot. The Olympus Stone. Oh, wow. Ja. Dann natürlich. Und wie? Heldenwappen erhöht den Schaden, den ein Kombo-Abschlussangriff verursacht, proportional zu der Anzahl der Schläge an der Luftkombo. Das ist auf jeden Fall das, was wir wollen. Oh, Maleficent. Where is everyone else? Beats me. They must have had some other matters to deal with. Matters? You mean they have more important affairs to attend to than my return? Well, see, there's this organization 13 that keeps getting in the way. Let those fools play their little game. But what about that runt with the Keyblade? He's been a real pain too. Oh, has he? Very well then. I suppose you'd best tell me what's happened during my absence. Auweia. Mini. Now I wonder where that old album could be. Queen Minnie! It's horrible! Something's wrong in the hall of the cornerstone! There's real sharp thorns everywhere! Okay, und es gibt Ärger. Schloss gibt's Gefahr. Kingdom Hearts 3 wird bestimmt keine deutsche Synchro kriegen, weil jetzt haben sie schon alles auf Englisch, dann werden sie es da auch so lassen. Ein Viertelstunden waren wir jetzt in der Arena Solims, war wirklich lange tatsächlich. Ich denke, wir müssen zurück zu Schloss fucking Disney.
This is your castle. Must be nice to be home, huh? Well? You know, something just don't feel quite right. Yeah! Auweia, Gummy Hunger! Oh nein, oh nein, das Schloss ist in Gefahr! Ihr müsst sofort zu Ihrer Majestät zur Isner Bibliothek! Oh nein! Das ist der Gummidget-Hunger! Normalerweise herrscht hier großer Betrieb. Wenn ihr durch den Innenhof geht, führt euch das ins Schloss hinein! Jawohl! Aber jetzt müssen wir erstmal das tun, was wir jetzt den ganzen Tag noch nicht gemacht haben, nämlich erstmal das Heldenwappen ausrüsten, glaube ich, ne? Heldenwappen. Yes. Sehr, sehr viel besser. Und haben wir da nichts noch was Besseres? Ne, haben wir nicht. Okay, das ist alles in Ordnung. So, Abilities. Goofy hat gelernt. Hyperheilung und Defender-Schild. Defender-Schild ist besser, weil... Holz. Und Sora hat gelernt Trio-Limit. Mit dem Kommando Limit kann Sora mit Hilfe seiner Gefährten das mächtige Triogramm auslösen. Verbraucht Soras kompletten MP-Vorrat. Das wissen wir, ist uns aber ehrlich gesagt auch gar nicht mal so wichtig. So, Einstellungen. Sora. Blitz haben wir gelernt. Feine Sache, sowas. Und Jiminy's Tagebuch, da wollte ich nämlich eigentlich hin. Wir haben so viel Neues und das gehen wir jetzt erstmal durch. So, Ansinnenberichte lesen wir erst wieder am Ende des Spiels. Da werden wir uns schön dran halten. Wir haben Hühnchen Junior, naja, noch nicht ganz kennengelernt. Ja, genau, den meine ich. Himmel und Huhn. Hühnchen Junior hat mehr Mut und Herz als die meisten doppelt so großen Jungs. Er nimmt beherzt jede Herausforderung an, egal wie groß sie ist. Er ist ein treuer Freund von Sora und immer zur Stelle, wenn Not am Mann ist und er gerufen wird. Demix haben wir kennengelernt. Wir kennen ihn zwar schon, aber jetzt ist er offiziell, ne? Die Nummer 9 der Organisation 13. Er benutzte eine Sitar, um über Musik Wasser zu kontrollieren. Er war aber kein besonders guter Kämpfer. Demix war mit der Aufgabe betraut, Soras wahre Gesinnung aufzudecken, während er in der Unterwelt ausspähte, beziehungsweise die Unterwelt ausspähte. So, Schloss des Biests. Ja, das Biest, ne? Eine geheimnisvolle Rose. Naja, ein furchteinflößendes Biest mit spitzen Zähnen und Klauen. Eine geheimnisvolle Rose ist sein wichtigster Besitz, den es unter Glas aufbewahrt. Sora, Donald und Goofy haben ihm bereits zuvor geholfen, Belle aus Malefits Fängen zu befreien. Belle, das Mädchen, das im Schloss des Biests gefangen gehalten wurde. Zuerst machte es ihr Angst, aber mit der Zeit spürte sie das verletzte Herz, das sich vor der Welt versteckte. Belle ist eine der 7 Prinzessinnen, die nötig sind, um die letzte Tür zum Reich der Dunkelheit zu öffnen. Sie ist dem Biest und Sora sehr dankbar, dass sie sie gerettet haben, nachdem sie von den Herzlosen entführt worden war. Hallo, Renuke. Herr von Unruh, der Haushofmeister des Biests. Er wurde zur Standuhr, als eine Zauberin das Schloss mit einem Bann belegte. Herr von Unruh nimmt es mit Ordnung und Pünktlichkeit sehr genau. Wurde er vielleicht deshalb in nur eine Uhr verwandelt? I've got balls of steel. Und die Balls von Biedinger zum 28. Mal in Folge. Hammerhart, danke Biedinger für 28 Subs in Folge. Lumiere. Der Kammerdiener des Schlosses. Er wurde in einen Kerzenständer verwandelt, als eine Zauberin das Schloss mit dem Bann belegte. Lumiere ist redegewandt und kann sehr charmant sein. Madame Potin. Die Haushälterin des Biests und Tassilos Mutter. Sie wurde in eine Teekanne verwandelt, als eine Zauberin das Schloss mit einem Bann belegte. Madame Potin ist immer bereit, einem das Herz mit einer heiß beruhigenden Tasse Tee zu erwärmen. Und der kleine Tassilo. Madame Potins kleiner Sohn Tassilo wurde in eine Teetasse verwandelt, als eine Zauberin das Schloss mit einem Bann belegte. Sein fehlender Vorderzahn wurde zu einem abgesplitterten Stück vom Tassenrand. Der Arme. So, Madame La Grande Bouche. Die Kammerzofe der Schlossherrin, sie wurde in eine Kommode verwandelt, als eine Zauberin das Schloss mit einem Bann belegte. Und
Xaldin, die Nummer 3 der Organisation. Seine Intrige hat das Herz des Biests verfinstert. Die Absichten der Organisation sind ein einziges Rätsel. Was wohl ihr wahres Ziel ist? Arena des Olymps. Herkules. Ein legendärer Held mit göttlichen Superkräften. Als die Hydra die Arena zerstörte, glaubte Herkules, er hätte alle im Stich gelassen. Jetzt sieht er sich nicht mehr als Held, der er einmal war. Er scheint seinen Kampfgeist verloren zu haben. Philoctetes oder einfach nur Phil? Phil ist ein berühmter Heldentrainer und Herkules Mentor. Außerdem hat er Sora, Donald und Goofy während ihrer ersten Abenteuer mit Herkules trainiert. Momentan leitet Phil die Arena und sucht Wettbewerber für die Spieler aus. Megara, beziehungsweise Meg. Sie ist hart, geistreich und Herkules gute Freundin. Seit sie ihn kennt, vertraut Meg Menschen mehr als früher. Meg machte sich alleine auf in die Unterwelt. Sie wusste, dass Herkules erschöpft war und wollte Hades um eine Auszeit für ihn in der Arena bitten. Pegasus, ein wunderschönes Pferd, das fliegen kann wie ein Adler. Pegasus ist Herkules treuer Partner, der von Zeus aus einer Wolke erschaffen. Herkules als Baby geschenkt wurde. Herkules und Pegasus waren eine Weile getrennt, wurden dann aber als Erwachsene wieder vereint. Auron aus Final Fantasy X, ein Krieger, den Hades aus den Untiefen der Unterwelt heraufbeschworen hat. Im Austausch für seine Freiheit sollte er Herkules bezwingen, doch er lehnte mit den Worten ab, dies sei seine Geschichte. This is my story. Was erzählt, er erzählt nicht viel von sich, was für eine Geschichte das wohl ist, die er wohl hat. Pech, einer von Hades Lakaien, Pech versuchte Herkules auszuschalten, als der große Held noch klein war, aber er vermöbelte ihn einfach. Pech kann jede beliebige Gestalt annehmen, aber er ist ein ziemlicher Stümper. Er ist immer in der Nähe seines bösen Partners Schwefel zu finden. Und da ist auch schon Schwefel. Einer von Hades Lakaien. Schwefel versuchte Herkules auszuschalten, als der Kleine noch klein war. Er wurde auch vermöbelt. Schwefel kann jede beliebige Gestalt annehmen, ist auch ein Stümper. Hades, der Herr der Unterwelt, das letzte Mal, als Sora und seine Gefährten mit Hades zu tun hatten, benutzte er die Herzlosen, um die Welt zu erobern. Gemeinsam mit Herkules konnten die drei Freunde seine Pläne durchkreuzen. Aber Hades ist böse und wird nie und nimmer Ruhe geben, ehe er Herkules für immer in die Unterwelt verbannt hat. Cerberus, Wächter des Eingangs zur Unterwelt und Hades, getreues Haustier. Herkules, Sora, Donald und Goofy taten sich letztes Mal zusammen, um ihn zu besiegen, aber Hades brachte ihn zurück. Er ist noch genauso gefährlich wie eh und je. Und die fucking Hydra, Mann. Ein legendäres Monster mit vielen Köpfen, das von Hades entsandt Herkules bekämpfen sollte. Schlägt man ihr einen Kopf ab, wachsen zwei neue nach. Und Demix kennen wir. Carlo haben wir noch was Neues. König Mickeys Nemesis. Carlo stellte eine Armee aus. Nee, das kennen wir auch schon. Das ist auch gar nicht so neu. 100 Morgenwald. Winnie Pooh kennengelernt. Der Bär, der im 100 Morgenwald lebt und als Pooh bekannt ist. Er isst für sein Leben gern und seine Leibspeise ist Honig. Pooh macht gerne jeden Morgen seine Beleibtheitsübungen, weil das, wie er sagt, seinen Appetit anregt. Und entschloss Disney. Chip und Chap. Kennen wir den hier auch schon? Ja, nee, können wir nicht. Einer der Chefmechaniker des Königreichs, er hilft bei der Wartung des Gummijets, das überall hinfliegen kann. Chip ist gewissenhaft und zieht seine Pläne durch. Chip sieht fast genauso aus wie sein Freund Chap, aber man kann sie an der Farbe ihrer Nasen und der Form ihrer Vorderzähne voneinander unterscheiden. Und Chap, einer der Chefmechaniker des Königreichs, er hilft bei der Wartung des Gummijets, das überall hinfliegen kann. Chap ist relativ impulsiv, arbeitet aber stetig und gewissenhaft, wenn etwas wichtig ist. So, Herzlose haben wir ein paar neue kennengelernt. Die Ado-Wampen, sie... Ha, geil, abblocken, Volltreffer, Konterkombination. Sie blockt die meisten frontalen Angriffe, bietet sich also an, von hinten Kombos auszuführen und diese mit einem Volltreffer abzuschließen. Wenn die Ado-Wampe wütend wird, nimmt sie ihr Ziel wiederholt aufs Korn. Das ist der richtige Zeitpunkt, Situationskommandos einzusetzen. Beendet den Kampf mittels einer Konterkombination. Der Shizu-Spuk, der war nervig, Leute. Der Shizu-Spuk hat zwei Gesichter und beide wollen auf andere Weise bekämpft werden. Aha. Schwebt er in der Luft, gehe in den Nahkampf über, um seine Fernattacken zu entgehen. Ist er am Boden, halte Abstand, um nicht im Radius seiner direkten Attacken zu stehen. Wieder was gelernt. Der Schoßhund. Er bewegt sich nicht, bis man ihn sich ihm nähert. Also gehe beherzt auf ihn zu und nimm die Initiative. Seine Gegenangriffe machen ihn müde, was ihn seine Deckung vernachlässigen lässt. Nutze die Gelegenheit, um den Kampf schnell für dich zu entscheiden. Flederhaken. Er fliegt umher, um die Gegend zu sondieren. Fliegt er niedrig? Fange ihn mit dem Situationskommando Vampirjäger ein und greife die Gegner um dich herum an.
Als ob ich davon... Achso, Vampirjäger 5. Okay, okay. Setze nach diesem Angriff Kombos in der Luft ein, um ihn zu besiegen. Lanzensoldat. Der Soldat und die Lanze kommen nicht sonderlich gut miteinander aus. Es sollte ein leichtes sein, einen Attacker zu landen, wenn die gerade abgelenkt sind. Wenn sie nur noch wenig HP haben, rastet die Lanze aus und du kannst sie dir mit Lanzenritt schnappen, damit die Gegner um dich herum angreifen. Eine hervorragende Taktik. Oh, der Gargoyle-Ritter, obwohl er wie eine gewöhnliche Statue aussieht, greift er ohne Vorwarnung an. Er ist gegen Magie immun und attackiert aus jeder Entfernung. Nachdem du einen seiner Angriffe abgewehrt hast, nutzt du die Chance für ein Situationskommando. Und der Gargoyle-Krieger, aha, es gibt Ritter und Krieger. Obwohl er mir eine gewöhnliche Statue aussieht, greift er ohne Vorwarnung an. Er ist gegen Magie immun. Versuche seine Drehattacken zu umgehen, um eine Chance auf ein Situationskommando zu bekommen. Stimmt das Timing, kann er mit einem einzigen Schlag niedergestreckt werden. Und der Zentaur, den kennen wir. Da neu dazugekommen sind noch die... Der Torwächter, das Dämonentor, die Tore, die durch den Brabbelball kontrolliert wurden und Sora, Donald und Goofy angriffen. Der Balk wurde per Freisetzen von den Toren getrennt. Die Kraft des Schlüsselschwerts ermöglichte es so, den Torwächter auszuschalten. Die Schauderpflanze, sie verharrt an Ort und Stelle und schießt mit Saat um sich. Falls sie mit ihren Wurzeln zurückschlägt, empfiehlt es sich darauf, mit dem Situationskommando Unkrautvertilger zu reagieren und somit mehrere Schauderpflanzen in der Nähe gleichzeitig anzugreifen. Brabbelbalk, das ist das Ding in der Mitte von dem Tor. Ein Herzloser, der im Schloss des Biests auftauchte, er war für die Tore des Verlies verantwortlich und machte daraus den gefürchteten Torwächter. Er besaß die Fähigkeit, verborgen zu bleiben, hatte jedoch sonst keine nennenswerte Kräfte. Und der Kettenbalk, unser Boss, ein Herzloser, der Bell im Schloss des Biests angriff, er versuchte großes Chaos im Ballsaal, er verursachte großes Chaos, als er wie besessen vom Boden auf den Kronleuchter und die Säulen sprang. Und der Dunkeltroll, freigesetzte Form des Kettenbalks, der im Schloss des Biests auftauchte, bei seinem Amoklauf erschien und verschwand er immer wieder und sorgte damit für einen chaotischen Kampf für Sora und seine Gefährten. Das war's auch schon. So, Schätze haben wir im Schloss des Biests bisher nur 3 nicht. Arena des Olymps 2 nicht. Land der Drachen alle, 100 Morgenwald alle bisher und Schloss Disney müssen wir gleich uns noch auf die Suche machen. Puzzle-Modus, wir puzzeln mal zu Ende. Erwachen. Oh, wow, wir können Erwachen fertig machen. Oh, boy, wir können Erwachen fertig machen. There we go, Puzzle gelöst, hast ein Item erhalten. Habilitamin. Erhöht die Maximum-AP. Sehr schön, Erwachen, herzlichen Glückwunsch. Dann, Herz. Okay, Herz fehlt uns wohl noch ein bisschen. Ja gut, das wird wohl jetzt noch nicht so leicht zu lösen sein. Da werden wir wohl noch ein bisschen warten müssen. Zwiespalt. Okay, das ist wohl auch noch relativ neu. Da warten wir wohl auch. Puzzleteile. Okay, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Karten haben wir soweit alle. Unsere Aufgaben. Klar, soweit. Limit Moves. Und damit wäre das hier fertig. So. Hallo Bastion, die Geschichte ganz kurz durchgehen. Geschichte. Schloss des Biests kurz durchgehen. Album. Ah, wir können die Alben mal durchgehen. Die BD-Sitzung, der Haushaltsgegenstände verwandelt wurden. Waren im Verlies eingesperrt. Das Biest wurde getäuscht in die Irre geführt. Und am Ende gab es einen krassen Kampf gegen einen Herzlosen im Ballsaal. So, auch hier die Geschichte durch. Oh. What? Ach, wir können das auch so viel schneller machen, wa? Album. So, Auron gegen Hades. Sora, Donald und Goofy feierten ein Wiedersehen. Sora will Mac retten, kämpft gegen Carlo. Die besiegte geglaubte Hydra kehrt zurück. Geil. Karten. Oh, Karten haben wir alle. Das ist schön. Hier haben wir nichts Neues vor, heute Morgen, weil die Geschichte fix durch. Okay, fix durchgehen geht nicht. Wir müssen offensichtlich vorbei scrollen. Und Schloss Disney haben wir noch die Geschichte. Und danach haben wir dieses
Tagebuch auch erste Mal fürs erste abgehakt. Das ist ein Punkt für uns zu speichern. Und dann können wir in Schloss Disney nämlich gleich voranschreiten. Beziehungsweise, hallo Mike Brehm, grüß dich.